Plötzlich bleiben alle Straßenbahnen stehen, manche sogar mitten auf der Kreuzung. 14 Linien sind betroffen. Die Folge: ein Verkehrschaos im Frühverkehr gleich in mehreren Bezirken. Die Ursache: ein Ladekran hat eine Oberleitung nur berührt, aber das hat genügt, um alles lahmzulegen. Gegen 7.30 Uhr berührt ein Ladekran in der Umkehrschleife am Zimmermannplatz beim Abladen irrtümlich die Oberleitung der Straßenbahn. In der Folge kommt es im nächstgelegenen Umspannwerk, dem Unterwerk in der Höfergasse, zu einem Kurzschluss. Dieses Unterwerk ist für die Versorgung der Straßenbahnlinien in diesem innerstädtischen Bereich mit Fahrstrom verantwortlich und deswegen ist es zu dem Ausfall der Straßenbahnlinien gekommen. Die Wiener Linien reagieren rasch und kappen die Stromzufuhr. Gleich 14 Straßenbahnlinien sind unterbrochen. Besonders beim Jonas-Rheindl kommt es zu langen Wartezeiten. Auch viele Autofahrer stecken wegen hängen gebliebener Straßenbahnen im Stau. Auf den Infotafeln und mit Durchsagen informieren die Wiener Linien die Fahrgäste. Ich hänge schon 2 Stunden umeinander, um dorthin zu kommen, wo ich eigentlich hier will. Besser wäre zu Fuß gegangen. Ich bin extra um 5:30 Uhr aufgestanden, weil ich um 8 Uhr einen Termin gehabt habe. Um 9 Uhr war ich dort. Ich möchte mit dem 43er weiter. Der fährt wieder. Der fährt wieder, dann habe ich wieder, bin auf der Butterseite. Nach gut einer Stunde nehmen die betroffenen Straßenbahnen den Betrieb schrittweise wieder auf. Oberleitungsschäden, ausgelöst durch Lkw, kommen mehrmals im Monat vor. Warum es heute aber im Umspannwerk zu einem derart massiven Problem kommen konnte, wird jetzt eingehend untersucht.